Oh. Nein. Fängst du jetzt mal an zu aufnehmen? Ich habe jetzt gerade auf Aufnahme gedrückt. Au. Tust du mal vorstellen, wie immer. Worum müssen wir das eigentlich? Nee, oder? Ja, doch, müssen wir eigentlich. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Wir machen hier Knick, Knack, Gegner ab. Naja, wie auch immer. Ach nee, wir müssen noch sein. Wie, bitte? Ja, stimmt. Wir können aber die Gegner auch fix platt machen, dann machen wir uns Ei. Ja, ach so, ja. So, wir spielen immer noch Version 2.02 Beta Revision 900. Ja. Und bei mir läuft das heute so mega flüssig, das ist überhaupt kein auch. Ausdruck mehr, ey, ohne Scheiß. Genial, bei mir auch. Bei Mary bestimmt auch, oder? Ja. Super, hammergeil. Ey, das kotzt mich doch schon wieder an, ich krieg nie ein Level Up. Hä, ich kann alles. Aber das ist bestimmt ein Level Up vom letzten Tod noch. Wir sind ja mal gestorben, wenn ich mich recht erinnere. Was hab ich genommen? Falsche Knöpfe. Wir wollen ja Seil jetzt mal nehmen, damit wir hier auch mal wieder wegkommen aus dieser Feuerhöhle. Mit dabei ist feuerhöhlenmäßig Kill Bill, hallo. Genau, der Devil Inside. Und mit dabei ist Frau Führerin Mary, hallo. Hallo. Und warum ich sage Führerin, das werden wir erfahren in der nächsten Maus. Ich hoffe, ich führe euch nicht ins Verderben. Mats ab. Huch, falscher Knopf. Irgendwie sind meine Tasten vertauscht. Wir müssen hier runter, ne? Also, pass auf, Seil ist nicht. Ich hab schon ausprobiert, es ist grau, das geht ja nicht. Na, guck dir das mal an, wie das Seil grau ist. Ja. Weil das war bestimmt, weil wir noch im Kampf waren. Wieso? Nein, das habe ich doch oben schon ausprobiert, oder? Doch, das hat schon oben ausprobiert. Ja, weil wir hier waren an der Stelle. Dann cool. Na, tu mal hier, tu mal weggehen da, tu mal das draus machen. Nein, geh mal da raus. Warum? Weil es nicht geht. Es ist grau, das heißt, wir müssen die drei Gegner hier umbringen. Was? Tu doch mal einfach aus dem Menü rausgehen. Alter, echt ohne Scheiß. Was? Geh mal einer aus dem. Geh mal aus dem Menü raus. Wer ist denn? Ich fliege gerade. Ja. Also Mary fliegt bei mir jetzt hier gerade auf Lufti rechts im Kreis. Ich bin irgendwie betrunken, ich kann nicht gerade ausfliegen. Also du fährst. Du fliegst bei mir, wie gesagt, rechts rum im Kreis. Also, ich will ja jetzt nichts verraten, aber wir sind so mega krass düsing. Also, ich würde mal sagen, jeder von uns sieht ja irgendwie was vollkommen anderes, oder? Also, ich bin noch unten in der Feuerhöhle. Kann nichts machen. Also, ich bin noch unten in der Feuerhöhle. Ach, Mary kann nichts machen. Also, ich kann nicht steuern. Ich sag ja gerade, bei mir sind wir noch in der Feuerhöhle und haben das Ringmenü offen. Und wollen das Seil nehmen. Seit wann sind wir desync? Das ist ja noch nie passiert auf dem. Zumindest nicht so schnell. Ja. Also wir dürfen jetzt nicht labern, oder mag ich doch wieder schneiden? Nö, mal gucken. Ich habe euch schon gekickt. Kick. Ach gut. Kick. Die betrunkene Kick. Drachenfahrt. Yeah. Leave. Kick. Create. Secret of Mana 2. Wo ist es hin? Secret of Mana 2 900. Hey, Schatze, lass dir das... Das ist ein Firewire-Kabel. Lässt du das in Frieden? Feierabend. Guck mich nicht so blöd an. Krieg. Das gibt Krieg. Was hast du da? Monster oder was? Eine Katze. Das klang wie was anderes, wie Kremlin oder so. Was Kremlin? Also Kremlin. Kremlinchen. Kremlin. Ey, komm, ich starte den Server neu. Ja, okay. Jetzt bin ich schon reingegangen. Ich auch, aber macht nichts. Tun, neu starten ist okay. Hauptsache es funktioniert. Irgendwas stimmt mit meinen Tasten nicht. Irgendwas stimmt hier generell nicht. So. Ich hab. Also, bei mir ist A und B irgendwie vertauscht, aber. Ich hab die ganze Zeit immer gedrückt. Create Secret of Mana 900. Bam. Oh, jetzt sehe ich mich auch selber in der Liste. Das war bestimmt das Problem. Weil ich mich selber nicht in der Liste gesehen habe, war irgendwas nicht richtig. Boah, ich hab ein Delay von nur 5 Frames. Na, kein Wunder, dass der mega cool ist. So. Ich hab jetzt gerade überlegt, ich lasse diese Panne einfach mit drin. Ja, die ist lustig. Ja, Krieg! Vor allem wie ich im Kreis geflogen bin. So, nee, ihr habt ja was anderes aufgenommen, Mary. Ihr bei den könnt connecten. Den Kreis hat er doch gar nicht. Der hat gesehen, wie ich im Kreis geflogen bin. Hey, Molochok, hau ab. Geh weg. Was ist denn das hier? Molochok. 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 Die kann man doch irgendwie raushauen, oder? Beinen. Kick, kick, guck. Ich hab gekickt. Hm. Da hat irgendwas aufgemacht. Bei beiden steht da Kick 2, Kick 2. Aber geht nicht, ne? Der lässt sich nicht kicken, ne? Kick. Ja, der hat aufgemacht, der hat ein Spiel aufgemacht. Nein. Doch. Aber den kann man doch trotzdem kicken. Kick 3 online bei Honmaru Cyberpad. Na dann.
Mann, der soll kicken. Egal, komm. Weiter geht's. Start! Mal Play. Kaum ist eine Sekunde online, sind die Leute schon drauf. Oh, schlimm. Got nothing from every game's player. Starting game. Start your engines. Your engines. Man, sei eigentlich wieder Hexe hast, die müssen doch langsam auch aufgebraucht sein, oder? Wie bitte? Hexe? Nee, bis Folge 19 habe ich aufgenommen. Wir müssen noch ein Stück Platz. Da ist noch Platz. So, wir, aber lass uns mal checken. Ja, 13 Minuten 59 und 53. Ja. Was? 13, was? 59, 53. Auf keinen Fall, ich habe hier was ganz anderes stehen. Was hast du denn da stehen? 14, 5, 27. Was? Hast du heimlich ja weitergespielt? Deswegen bist du auch desync. Dann müssen wir dir den Save-Stat schicken. Schick mal den Save. Nee, wir hatten doch damals dann irgendwie anders gespielt, weißt du nochmal? Und da hat es wahrscheinlich den Save-Stat nicht mitgenommen. Was? Ja, ja. Schick mir mal den Save-Stat. Ja, mach ich. Ich schieb mir eine Dropbox. Mm, geht das? Ja, geht. Ja, ja, warte. Du darfst. Warte. Warte, 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 warte. Cool. Tu mal, ey, tu mal in dem Save-Game-Menü ein Layer ausschalten, also auf 1 drücken. Kannst du, siehst du ganz viele Nullen. Nein. Da siehst du auch, wie es aufgebaut ist im Grunde, ne? Da unten drunter. Das sind Füllzeichen krass. Wahrscheinlich. Füllzeichen, ja, genau. Damit die, für die Ausrichtung von den ganzen anderen Buchstaben oder so wahrscheinlich. Ja, was, ja genau, für die Buchstaben, genau. So, SNES 9K. Save Games. Oh Gott. Kann auch kein Schwein lesen hier. Zeigen den Sitzu 202, ne? Von dem heutigen Tage. Skype. Knall. Oh oh. Das war jetzt bei mir nicht. Bei dir war das, ne? Was war bei mir? Was Daten können Viren enthalten, okay? Oh. Nein! Ich, mein Gott! Straßenbahn kann nicht auch Viren enthalten. Ja. Echt? Ja. Momentan tue ich alles von Dropbox in die Box schieben. Das Ganze deswegen. Put it in the box. Von Drop in die Box, yo. Ja, weil ich da 50 GB frei habe. Und jetzt muss ich das ganze Download-Datenbank jeweils umschreiben damit. Oh, das tut mich momentan ein bisschen aufhalten. Ja. Weil das ja alles auf Dropbox gelinkt wurde. Ja, ja. Ach, deswegen ja, ja, hast du gefragt, hier, edit mich alle, ich brauche mehr Platz. Ja, jetzt, okay. Ihr habt das ja nicht gemacht und da musste ich jetzt, habe ich mich auf Box übergegangen und Box hat 50 GB und da habe ich dann ausreichend Platz. Mhm. Box.de, Box.com? Ja, Box irgendwie, Box. Box halt. Box.com oder so, einfach Box, da wird schon kommen. Jetzt guck und wenn du das über Handy aktivierst, hast du 50 GB. Übers Handy aktivierst? Ja, also wenn du dich über Handy anmeldest, also als die App anmeldest, dann hast du 50 GB. Und wenn du es über ein Web machst, dann hast du nur 10. Ja. Und da habe ich doch das gleich mal übers Handy gemacht. Secure Content Sharing. Da gucken wir uns doch mal snesprojects.de an, während du hier den SafeStat bei dir einpflegst. Ich hab's gleich. Tröd! Stand da. Ey, weißt du, das müsste ein bisschen mehr responsive werden, eigentlich die Seite übrigens, also das Forum. Ist schon ein Stück weit, also es zieht sich schon ein bisschen mit. Aber wenn ich jetzt was hier auf 800x600 gehe, dann kann man das nicht so richtig mehr sehen, das Forum. Ja. Ein bisschen kleiner machen, dann sieht man wieder ein bisschen was. Hier darf gequatscht werden. TV-Serien basierend auf Videospielen. Das ist doch für jeden interessant, oder? Ich weiß, was du meinst, aber deswegen haben wir doch Tabatalk aktiviert fürs Forum. Was haben wir denn hier Schönes? Weißt du, was ich meine? Ja, das benutze ich aber nicht. Ja, deswegen, für Handy, die es unbedingt haben wollen, ansonsten lebst du halt damit, ne? Also, dafür ist es auch schon gut, da kannst du manche Webseiten gar nicht angucken. Geil, Sonic Underground, das war eine coole Serie. Sonic der Irre Igel, kenne ich nicht. Ich will ja nichts sagen, aber ich mach gerade eine Masterlist auf. Ach so, soll ich jetzt hier, ach so. Müssen wir ein neues Spiel aufmachen. Bin ja eigentlich schon drinnen. Ne, ich bin jetzt drin, kannst einfach neu starten. Was? Müsst du kurz gehen. Ja, geht, siehst du. Jetzt bin ich rausgegangen. Wieso? Warum? Ich hab gesagt, nein. Aber hier steht 3 von 3 Player. Wieso? Bei mir steht ja 3 von 3. Nein. Doch. Hä? Es ist verschwunden. Nein, ihr habt ohne mich angefangen. Nein, gekickt. Nein, du hast dich doch selber gekickt gerade. Ja, Mann. Gar nicht. Ich bin jetzt doch gerade reingegangen. Ja, Mann.
Tropic Kill, jetzt hast du alle rausgehauen, ne? Das ist ja übelst lange Liste. Hä, wieso sind jetzt hier 3 von 2 Spielern drin? Das geht doch gar nicht. Darf ich nochmal den Server neu starten? Ja. Boah, das ist doch schon wieder hier voll die Fail-Folge. Wir haben jetzt schon 10 Minuten Fail aufgenommen. Ja, Entschuldigung. Echt mal. Hey. Oh, name is to create Secret of Mana 900. Ja, super, ich bin drin. Kill Bill ist drin. Ist drin in der Moody. Oh Mann. Wo ist der DJ? Wo ist Kill Bill, der MILF Master. Hast du das Bild jetzt bei Facebook gesehen hier? Welches Bild? Mit dem Wendler und den TJ. Ja, da. Ja. Ich find's geil, wie er den also so von hinten nimmt. Wie war denn der Spruch dazu? Ja, er nimmt den TJ oder so, ne? Er nimmt den TJ. Oh, ey, ich habe mir aber heute früh das Video angeguckt, was du gestern noch gepostet hast über die wahre Geschichte von Rare. Ja. Ich habe das heute früh geguckt und das war auch relativ interessant. Ja, ich kenne die Geschichte, ich habe den ja selber. Und deswegen bin ich nicht dazu gekommen zu frühstücken. Musste ich hungrig auf Arbeit gehen wegen dir. Wollte ich mich mal noch ganz hochoffiziell bei dir beschweren. Vielen Dank dafür. Ja, bitteschön. Aber es war wirklich sehr interessant. Also so ist ja wirklich, ich wusste das sogar schon, aber ich fand es schön, wie er es zusammengefasst hat nochmal. Ich wusste das ja, dass das so schon. Also die Fakten, die er da gesagt hat, wusste ich eigentlich alle. Aber es hat noch niemand so richtig in ein Video gepackt und das fand ich schön irgendwie. So, 13, 59, 53? Ja. Aufgezeichnet. Awesome. Awesome. Wir sind der DJ. Du nimmst jetzt auf, ja? Ich nehme die ganze Zeit schon auf. Ich bin hammergeil. Okay. Aber das tust du jetzt bitte nicht alles ins Video. Nicht alles zumindest. Ein bisschen schneiden. Das werden wir sehen. Nein! Ich tue jetzt meine Urheberrechte an meiner Sprache nutzen und sage dir, du schneidest da ein bisschen was raus. Ihr solltet bewusst sein, dass dies in einem pikanterischen Land gar nicht möglich ist. So, wo müssen wir lang, Mary? Doch. Irgendwie du runter wolltest... in diese Ecke und dann nee, stopp mal. Wieder rauskommen. Stopp mal, ganz kleinen Moment. Warum ist sie unten noch rot? Ja, weil wir das Viech doch nicht besiegt haben. Richtig. Weil es nicht da war. Es ist überall rot. Aber oder? Wir müssen in der Luft kämpfen. Es muss irgendein Biest in der Luft erscheinen. Ja, wir können einfach mal so quer durch die Karte. Quatsch, ne, das hast du schon nie erlebt in der Luft. Doch, ich hab's im Video gesehen. Wenn du meinst, okay. Gesehen. Na, ich lass mich überraschen. Dein Ex hat mich angeschrieben. Was? Oh, wie es mir geht. Bitte das außerhalb von Let's Play klären. Ach so, ja, nee, schön. Nee, ich hab ganz vergessen. Ja, er ist schon so im Element, ja? Ja, nee, irgendwie, das war jetzt gerade so, hä, was will ich denn, keine Ahnung. So, also hier ist kein Luft. Also, falls du zuschaust, ich mach gerade ein LP, also. So, wie heißt die Stadt, wo wir jetzt hin wollten? Ich nenne ja keine Namen, so, was? Geh mal nach Rolante. Wo ist Rolante? Also, die waren in Rolante. Und außerdem. Als gehört dann, außerdem, in Kronk passiert das ja auch immer, da tut er ständig Sarasa anrufen dort. Ehrlich? Ständig. Naja, gut, okay. Da rufen da auch ständig. Jetzt klingelt schon wieder das blöde Telefon. Dabei hat er sich wahrscheinlich selber gestellt, das Telefon. Ach, damit das endlich klingelt, damit die Leute wieder ein bisschen lachen. Kann auch sein, ja. Ist das hier Rolante? Also, wie ist Königreich? Nein. Wo ist denn hier fucking Rolante, Alter? Ich muss übrigens den Timer jetzt anfangen zu stellen. Es gibt ja nur ein paar Punkte hier, also so viel können es ja nicht sein, wo das sein kann. Also oben ist es zumindest nicht im Schneegebiet. Schneegebad! Also. Ist das Rolante? Nee, Rolante ist größer. Das ist doch ein Königreich, Rolante, ne? Das ist Astoria, ja. Oh ja, hier hast du sowas. Das ist Königreich. Ach so, das sind die Ruinen hier unten, alles klar. Die vergessenen Ruinen des Lichts. Na, das war das mit den Pflanzengöttern, ja. Roland, ich kann nicht landen. Nee, kann nicht. Ach so, man muss ja vor dem Tor landen. Ja. Sonst erschrecken sich die ganzen Leute, ne? So, Luftkampf am Arsch. Ja, ist auch kein Luftkampf. Der Luftkampf an sich mit dem Monster ist dann bei dem Tempel da, ne? Ja, genau. Zumindest ja, und dann nochmal losfliegen und dann... Nochmal fliegen? Ja, fliegt man los einfach von daher. Und dann wieder zurück? Waren nämlich hier und dann sind sie losgeflogen. Also, der Mary ist heute für jegliche Verwirrung zuständig und sie macht... sie macht das ganz prima.
Ein Lob auf die Marie. Flieg mal in das untere. Da waren wir vorhin schon. Aber ja, das machen wir jetzt. Das ist meine Spezialität. Nein. Komm, wir gehen jetzt wieder in die Feuerdings. Wir haben jetzt den Trigger bestimmt gefunden. Also ich sag ja, Mary erzählt gerade voll den Quatsch, aber ich halte mich noch zurück, vielleicht hat's ja doch... Ja, dann mach's besser, los! Also ich würde sagen, du suchst jetzt irgendeinen roten Punkt und dann gehen wir hin. Hab ihn. So, gehen wir hin. Na, dann gehen wir hin. Hast du den, weißt du auch, wo der war, der rote Punkt? Auf der Karte? Na, ja, der war da, wo, in der Höhle halt. Ja, dann gehen wir da hin. Ja. Ja. Auf in die Höhle. Gehen wir hin. Auf in die Höhle. Gut, Plan. Auf in die Höhle, die Dinos schlagen wir. Das sind Rhinos. Der Rhino. Ja, das sind die Schokorhinos. Nein, das sind die Silberhorn. Was Silberhorn? Stand das Silberhorn? Oh, wieder kein. Schon wieder? Achso, ja, okay, das war ja schon von mir vorhin, ja. Ich hab nix gesagt. Sag einmal, war das jetzt Silberhorn stand da, oder? Weiß nicht, wenn wir jetzt gleich mal drauf aufpassen. Und da steht Silberhorn, ja. Ein komischer Name, oder? Silberhorn. Ja, wie willst, aber du, es hinkommen, wie oder? Willst du sonst denn Gelbhorn? Nee, das nicht farblich ändern, das nicht, aber... ist ja ein Rhino, ne? Silberino, oder? Wolverino! Silverino. Silberhorn. Na gut, das kann man gelten lassen, oder? Ist ein Name, oder? Ist ein Name, ja, klar, so? Ist das ein Name halt. Wo, da steht auch Goldhorn. Ist da unten? Ist das ein Goldhorn? Ja, da stand Goldhorn. Okay. Okay. Aha. Dann hat das den halt... Heißt das Namen von seiner Körperfarbe. Oh ja, boom! Ja, dann ist das so gedacht, ne? Dann lassen wir das so. Das ist ja dann noch möglich. Okay. K.O. Und? Knockout. Oh, ihr rennt immer gleich zu, ey. Ja, Anna, wir brauchen die ganze Scheiße nicht, ja. Wir sind eh overskilled hier. Ja. Wir sind Overkill. Overkill Bill. Overkill Bill. Du sagst es. Oh ja. Und da wir auch frisches Popöl am Start haben, ne? Ja. Ach ja, Tomaten... Standard Tomaten? Tomatenfried, ah. Keine Ahnung. Tomatenmann. Echt, Tomatenmann? Das ist ein cooler Name. Tomato. Also wenn der Tomatenmann stand, war es ein cooler Name. Da fehlt dann, da müsste es dann noch so einen Lecho-Mann geben oder so. Das ist ja cool. Genau, das ist dann die Erweiterung. Ja, das ist... Tomatenmann entwickelt sich zu Lecho-Mann. Lecho-Mann. Mit seinem Super-Move. Es digitiert... Oh, ich habe einen Level-Wap. Hast du schon wieder Level? Du hast doch gerade ein Level-Wap. Nein, das war Mary. Das war ich. Oh, das siehst du, das ist so mit den... Schokolade. Ein Bevelwap hatte ich, so. Also 10 Minuten haben wir ja schon aufgenommen, ne? Naja, runden wir es mal auf 7. Okay. 10 Minuten, ja. Das ist wie die Bundesregierung. Ah, nein, wir wollen 14% Mehrwertsteuer. Nein, wir wollen aber 30. Ja, dann treffen wir uns ja dann Mitte, 19. Ja, das ist wieder Rösler. 4 Euro reichen dir als, reicht dem Deutschen als Mindestlohn. Also reicht 4% auch der FDP. Ja. Bei der Wiederwahl. Das ist das Mindestprozent. Nein, du Pupser! Echt mal. Voll, du sollst nicht so viele Bohnen essen, wenn man Kebel. Ja, scheiße. Dann so in geschlossenen Räumen. Ja, vor allem in einem Vulkan. Du weißt, dass das explodieren kann. Ja. Das ist gefährlich. Hast du eigentlich auch das an. Hast du eigentlich auch das andere Video gesehen, was ich gestern gepostet hatte? Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich gucke mir nicht alle Videos an, die du postest. Vor allem die von N24 nicht, weil die mir relativ schnurz sind. So ein bisschen. Okay. So habe ich wichtigere Sachen zu tun, wie Essen. Essen, Essen und Essen. Kill Bill! N24. Heil, man! Was? Scheiße, heilen? Du musst uns alle heilen! Oh, scheiße, wir sind am Verrecken irgendwie. Warum? Ich heile erstmal mich, ne? Weil dann kann ich euch besser heilen. Weil du bist Ego. Ja, okay, mach das mal. Nee, weil dann ist sichergestellt, dass ich... Und ich heile mich, damit sichergestellt ist, dass ich mich geheilt habe. Ja, und dann kann ich Mary heilen. Das genau, kann ich machen. So ist der Plan. So machen wir das. Hab ich jetzt Kraftwasser auf mich gemacht, oder was? Nee. The Craft Water. Oh, hier, Mary ist gleich... hat nur noch 2 HP, ja, halt auch voll krass. Mary, ich drücke so fest, ich kann! Ich mach! Bitte! Lass dich nicht erwischen, geh weg da! Oh, jetzt, okay, ich hab's gemacht. Ich drücke immer noch so fest, ich kann! Nein! Bam, 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 bam! Ja, es ging auf Killbild, das war sehr gut. Ey, was war denn das mit dir? Ja, ich hab's geheilt und sie ist gestorben, ey.
Da bist du doch wieder. Das kannst du nochmal heilen. Kring. Nicht, ne? Wenn du merkst, dass du kurz vorm Sterben bist, dann musst du einfach den Gegner abhauen, Marina. Ja, ich. Beim nächsten Gegner machst du das dann so. Kannst du mich auch nochmal heilen, bitte? Die Schuppi hat mir irgendwie nicht so viel genützt, wie ich erhofft habe. Und du müsstest dich auch nochmal heilen. Ich würde es gern tun, aber ich bin außerhalb, jetzt kann ich wieder. Was? Du kannst das Menü nicht aufrufen. Nein. Wenn du außerhalb des Screens bist. Ja. So. Ja. Okay. Kann ich auch nicht mehr zurücklaufen. Man kann dann, wenn man richtig 2 Meter aus dem Screen rausläuft, kann man auch nicht mehr. Ich muss dich auch nochmal einmal heilen. Ja, wir kriegen doch noch so eine Statue vielleicht. Achso, nee, dann werden dir die MP auch wieder aufgefüllt, ne? Also kannst du doch heilen. Ich tue mal das nächste Mal sowieso Geist mehr auf Fresh und dann ist er auch stärker. The Fresh Geist. Ja. Fresh Geist. Tomato mal so. Hab ich gestern auf RTL Nitro gesehen oder entdeckt, da kommt ja The Fresh Prince of Bel Air. Yeah. Weißt du, wie ich jetzt weiter? Ich habe jetzt Fire WSP in meiner Freundesliste. Wer ist das? Der hat das Goemon damals mit übersetzt. Okay. War bei G-Trends mit unterwegs. Und der hat früher bei Nintendo gearbeitet, bis 1990. Echt, ja? Ja, der hat richtig bei Nintendo Groß-Ostheim gearbeitet. Und der hat ja damals auch schon ein bisschen da so gemacht. Und da kennt ich auch ziemlich gut aus. Und den habe ich jetzt auf Facebook. Aber nicht als Fire WSP, sondern als richtigen Namen. Mhm. Aber das werde ich jetzt hier nicht sagen. Ja, ist schon okay. Du bist aber übrigens Diding. Und ja, das ist ziemlich cool so. Also der macht momentan ein anderes Projekt. Also der selber hat ja eine eigene Software-Schmiede aufgemacht und tut selber Spiele programmieren. Okay. Momentan kein Spiel, also doch. Auf welcher Plattform? Drück erstmal einen Knopf, dann können wir weiterkämpfen und dann kannst du weiter erzählen. Handhelds. Ja, also Handy. Nee. Nintendo 3DS zum Beispiel. Okay, cool. Hammer, geil. Hat er dann sozusagen auch ein cool. Ich verrate so viel, er macht momentan einen beliebten Trickfilm von früher als Spiel. Ninja Turtles. Nein, aber wäre möglich, aber nein. Wieso kommt denn jetzt immer so ein fucking Ninja eigentlich? Der Trickfilm kam auf Tele5 früher. Ah, jetzt weiß ich, warum die Ninjas kommen. Wir haben den Trigger getriggert wahrscheinlich. Ja. Der Ninja kommt nämlich immer dann, wenn wir alle voll krass sind. Ey, warum hab ich, du fucking... Fuck. Auf alle. Ja, das bin ich trotzdem mit dabei. So, warte mal. Genau. Auf mich oder Mary. Ja. Auf Tele5. Ich weiß nicht, ob du kennst. Nee, du kennst das gar nicht mal, Marek, ne? Tele5? Ja, kenn ich noch. Wo die nur einen ganzen Tag Bim Bambino einen Trickfilm gezeigt haben? Jo. Und da gab es immer einen ganz erfolgreichen Trickfilm, dass die Kinder mal angucken. Und den macht er als Spiel. Ganz erfolgreichen Trickfilm, na toll. Ein Stern-Trickfilm, der immer lief. Ach, der lief so viel. Nee, Bim Bambino lief eigentlich. Nicht RDL2, Tele5, ne? Ja, Tele5, ne? Der kam unter anderem aus Sailor Moon. Nein. Doch. Das war bei RDL2 Bim Bambino. Nein. Nicht bei Tele5 Bim Bambino. Nein. Achso, direkt während der Sendezeit von Bim Bambino. Ja, von bei Tele5, nicht bei RDL2. Ja, ist mir schon klar, aber... Die Marke wurde ja damals dann noch abgekauft, wo Tele5... Verwechsel ich das jetzt gerade? Also Sailor Moon, kann das nicht auch mal auf Tele5 eine Zeit lang? Nein. Da verwechsel ich das gerade mit was anderem. Also es kann sein, dass es später dann, viel später, in 2000 rum nochmal da irgendwann kam auf Tele5 dann. Ey, wieso kriege ich denn hier immer die Scheiße ab, ihr Arschlöcher? Echt mal, ohne Scheiß, du scheiß Tomatenmann-Scheiß, Alter, Scheiß, ja, Scheiß. Also so. Ich rede jetzt hier so 91-92. 91-92, da konnte ich noch nicht mal richtig denken, da war ich 5. Ja, siehst du, deswegen, ich muss das nicht mitgekriegt haben. Captain! Da gab es zum Beispiel auf Tele5 damals, ja? Da kam. Von aber Captain N so ein Spiel, das wäre geil. Hammer, ja, ich freue mich drauf. Juhu, Captain N! Nee, Captain N wird's nicht, aber so... heil mich mal bitte. Nee. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, ja. Hey, brauchst du mich nicht heilen. Nee, gut. Da waren schon einige Freunde. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir schon gestartet haben. Und wie es weiter geht's ja wieder in den nächsten Part. Würde ich mir so sagen, oder? Ja. So machen wir das. Alles klar, macht's gut, Leute. Bis dahin und tschaußen. Tschaußen, sag dich. Sag tschüss. Tschüss. Seid höflich zu den Zuschauern. Ciao.